Ein Eklat auf einer Verkaufsparty führt Heidi Matera und Paul Richter nach Köln-Kalk. Bereits auf der Straße kommen den Beamten Geschosse entgegen. Ei, was ist denn hier wieder los? So, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Hören Sie auf, ins Sachen zu schmeißen. Nein, Sie mal. Komm, wo geht's denn hier neu? Wollt man die erste mitnehmen? Wo ist denn die Tür? Die falsche Seite? Nee. Ei, warte mal. Nicht, dass wir noch was auf den Dates kriegen. Was den unkontrollierten Wutausbruch der Dame ausgelöst hat, ist bisher ein Rätsel. Jetzt zählt nur eins. Die Frau muss gestoppt werden, bevor noch mehr passiert. Ups. Hallo? Einmal Platz machen. So, was ist denn hier los? So, jetzt hören Sie mal. Hören Sie jetzt. Schluss. Ja, jetzt ist ruhig. Das war's. Dankeschön. So, haben Sie Alkohol getrunken? Ich bin das Opfer. Ja, was ist denn jetzt los hier? Bitch da. Was? Gucken Sie mich doch mal an. Ja, was die mit mir gemacht hat. Ich sehe Sie nur schmeißen, ne? Ja, klar. Setzen Sie sich mal hin. Hinsetzen. Einmal hinsetzen, Sabbel halten. So. Was ist denn jetzt hier? Einer nach dem anderen. Wegen ihr oder was? Ja, ich habe jetzt hier Vertreterin für Küchenwaren, wollte hier die Sachen präsentieren, habe den Damen Sekt präsentiert. In der Zeit habe ich Muffins gebacken und während die im Ofen waren, habe ich die Sachen hier verkaufen wollen. Ja. Und irgendwann ist sie vollkommen ausgeflippt. Und warum hat sie Blut im Gesicht? Ja, was ist mit ihm passiert? Ich habe Muffin gegessen, da war eine Reiszwecke drin. Und dann werfen sie mit. Und das hat sie gemacht, weil ich, und dann werfen sie mit Küchenutensilien weil ich ihren Mist da nicht bezahlen will. Ja, und dann werfen sie mit Küchenutensilien auf Streifenbeamte oder was? Ja, und? Das waren Versehen. Ja, das waren Versehen. Ich habe sie dreimal angesprochen, dreimal haben sie aufs Fahrzeug geworfen. Ja, sie hören natürlich gar nichts mehr. Die Kontrolle des Muffins stützt die Aussage der aufgebrachten Kundin. Doch wer hatte überhaupt die Möglichkeit, die Backwaren mit Reißzwecken zu manipulieren? Das ist jetzt die Frau Bachmann, haben wir auf dem Klingelschild gesehen. Nein, hier ist Frau Bachmann. Das sind Sie. Ich wohne hier, genau. Sie wohnen hier, genau. Und die Dame hat es jetzt für Sie veranstaltet. Ganz genau. So, zeigen Sie mir einfach nochmal hier die Muffins. Ja, die habe ich jetzt da bei dem Katzenring hingestellt. Müssen wir Ihren Ausweis? Ja, ich nehme gerade an. Ich bin jetzt mal so frei und greife einfach mal rein. Ja, also einen habe ich hier schon mal gefunden. Da ist der. Da ist der immer noch drin. Ja. Ich weiß nicht, wie viele da reingetan haben. Den haben wir ja gesichert. Dann wäre ich im Krankenhaus. Ja, jetzt richtig mal wieder ab. Ja, abregen. Nee, ist klar. Hier ist aber nichts mehr drin, ne? Okay. Es gibt auch keine Erklärung dafür. Warum sollte ich das? Ich bin Vertreterin für die Produkte und möchte hier meine Produkte an Mann bringen. Ich muss schon sagen, du warst schon sauer, dass sie deine Form kaputt gemacht hat. Ja, natürlich. Ja, wie, was Form kaputt gemacht? Natürlich war ich sauer. Und was denn da noch passiert? Ich habe die Sachen präsentiert und sie wollte die ausprobieren und wollte die Sachen eigentlich schlecht machen. Ich weiß nicht, warum sie hier überhaupt sitzt. Hat die zerschnitten und kaputt gemacht. Sie haben die zerschnitten? So, und dann habe ich die nicht zerschnitten. Ich habe vielleicht mal gerissen. Und das Silikon taucht nicht. Dann habe ich ihr gesagt, es ist Schrott. Dann hat sie gesagt, eins wäre ein Materialfehler, dann habe ich das nächste auch kaputt. Und Sie sind staatlich geprüfte Silikonprüferin, so irgendwie, ne? Na gut. So, jetzt die Dame hier, sie haben auch ein bisschen Spaß in der Backe, ne? Bei dem Szenario würde ich auch ein bisschen Mischrolle weg. So, haben Sie irgendwas bemerkt? Ich muss Sie auch mal befragen. Gar nicht. Also gar Sie, nicht. Sie haben auch keine Reißzwecken im Mund gehabt? Nein. Oder irgendwie dazu irgendwie verletzt worden? Also ich habe keinen Muffin gegessen. Ja? Okay. Okay. Dann, Sie haben auch nichts gemerkt irgendwie? Nein. Ich lasse mir aber die Küche gerade zeigen. Würden Sie einmal zeigen, wo Sie die Muffins zubereiten? Ja, nur, damit ich es einmal gesehen habe. Und dann ist es auch gut. Die Sachen stehen hier noch. Ja. Das war an meiner Pinnwand hier. Wo ist die Pinnwand? Die hatte ich hier. Hier oben. Da, genau. Da hatte ich, die Sachen waren eben auch da dran. Der ist dann runtergefallen. Das weiß ich nicht. Ich habe das vorbereitet, weil ich erst die Sachen verkaufen möchte und beziehungsweise präsentieren. Und am Schluss, wenn ich verkaufe, präsentiere ich hier die Sachen. Und dafür brauche ich die Pinnwand. Die Sachen waren aber eben, wie gesagt, alle da dran. Ja, wenn das nur in einem einzigen Muffin ist, kann das vielleicht ja durchaus passieren, wenn das hier runtergefallen ist. Ja, aber wo soll ich denn die Reißzwecken hernehmen? Ja, wenn die hier ja hängen, an den, also ich weiß es ja nicht. Hier ist ja auch eine Frage. Ja, aber die Sachen waren aber vorher definitiv da drin. Und ja gut, aber wenn dann... Was soll das für eine Logik sein, dass ich hier eine Verkaufspräsentation mache? Ich will ja keine Absicht unterstellen, aber... Ja, aber dass die ausgerechnet... Also das... Paul, du kannst also pass auf, wenn Sie hier kochen und über Ihnen hängen Reißzwecken... Ja, aber ist da ist ja doch hier ein Unfall. Ja, weiß ich doch nicht. Also wir haben jetzt hier mal die Dippe, da ist jetzt nichts drin, denke ich mal. Ja. So. Und jetzt, Paul, guck mal, wir haben hier noch so einen Fleck, so einen Teigfleck. Ja, mein Gott, wir sind in der Küche, ne? Ja, aber es ist jetzt auch nur ein Fleck und keine weitere. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht wäre jemand reingedreht, hätten wir mal die Schuhe angeguckt. Ich kann ja noch mal Spurensicherung anrufen, aber die lachen uns wahrscheinlich aus. Ja, sicher lachen so, die. Was haben Sie denn hier? Kommen Sie doch einmal ran, hier bitte.
Hier haben sie aber auch, das ist ihre Verkaufskiste oder was? Das ist meine Verkaufskiste. Da sind ja auch Reißzwecken. Sie sind aber viel mit Reißzwecken unterwegs. Ah, ja, ja. Die ist aber noch zu. Okay. Das ist klebrige Finger. Also, da sind ein paar Verkaufsformulare drin, da sind die restlichen Sachen drin. Das ist das. Also ich habe jetzt gerade die ganzen Muffins angefasst. Kann ich mir einmal bei Ihnen kurz die Finger abwaschen? Da müssen Sie die Frau Bachmann. Ja. Wo ist die Frau Bachmann? Nee, ja, oben ist das Badezimmer. Da können Sie gerne hin. Ja, okay. Sagen Sie einmal, wo ich... Ich will nicht das dreckig machen, wenn ich schon mal anfasse. Weil ich habe hier noch Gäste beziehen, aber da können ja, geben Sie mal das doch. Nee, da kann man jetzt nicht drauf gehen. Also oben, das Bad ist viel komfortabler. Ich brauche kein ich brauche nur kurz ein bisschen Wasser. Machen Sie einmal kurz schnell die Tür auf. Aber oben ist wirklich besser. Also oben ist viel größer und da kann man jetzt... Ist das jetzt ein Problem, dass ich da jetzt reingehe, oder? Ja. Komm, ich will die Kollegin hören. Danke. Geht doch. Heidi? Ja? Komm mal grad. Was? Ach Mensch, Frau Bachmann. Wirf mal gerade einen Blick hier rein. Was hast du Reißzwecke gefunden? Nee, eine Socke mit... Frau Bachmann, kommst du mal her. Was wollen Sie mir sagen? Sagen Sie es jetzt? Soll die Kollegin jetzt die Socken da rausholen oder was soll das jetzt? Ja, in Teig getauchte Socken. Liegen da im Waschbecken. Ja, die kann ja jeder da hingelegt haben, ne? Ja, mit Teig. Die Beweise sind erdrückend. Doch welches Motiv sollte die Gastgeberin haben, die Verkaufsparty im eigenen Haus zu sabotieren? Ja gut, ich habe gesehen, wer sie ist. Wer sind Sie denn? Verstehe ich nicht. Ja, wer ist sie denn? Als sie sich mir vorgestellt hat. Kann ich nichts mit anfangen. Reden Sie doch mal ganze Sätze, wo ich mir auch verstehe. Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich habe sie wiedererkannt. Dann bist du die Lina Arnold, wo wir zusammen zur Schule gegangen sind. Genau. Dich habe ich ja kaum erkannt. Ja, und was soll das jetzt? Ja, und wie sie mich damals behandelt hat. Sie hat mich die ganze Zeit gehänselt in der Schule. Sie war in so einer Clique, die mich fertig gemacht haben. Also sie wurde irgendwie gemobbt oder was? Ja, warum war das so? Nein, das ist überhaupt nicht meine Art. Sie war immer so ein bisschen, sie war eigentlich eine ganz Liebe, aber immer so ein bisschen Außenseiter. Und wie man so als Jugendlicher ist, einer hänselt und der andere zieht lässt sich dann nicht. Hat mir eigentlich immer sehr leid getan, aber... Ja, das sagst du jetzt, aber stell dir mal vor, wie ich mich gefühlt habe. Ja, und dann ich doch nicht, ihr Blöden. Und als wir hier eben zusammen saßen und du hast dann erzählt, dass es auch noch... Ja, ist doch wahr, weil die Blöden da... Ja, weil die sich streiten. Als du hier eben dann auch noch von deinem Mann Marc erzählt hast, da sind alle Sicherungen durchgebrannt. Marc war mein Schwarm. Ja, Moment mal. Ach du meine Herren. Sie haben sie aber eingeladen zu dieser Präsentation... Ja, da wusste ich aber noch nicht, wer sie war. Nee, ich wusste nicht. Noch gar nicht, dass... Nee, da wurde gewechselt, das Team, und das war jetzt eine neue Verkäuferin. Ja, aber ich wusste noch gar nicht, dass du in den Markt... Ja, aber ich habe sie dann erkannt und dann hat sie dann auch noch von Marc erzählt. Ich wollte, dass ihr der ganze Verkauf nicht gelingt, dass es hier Ärger gibt. Straftatbestände sind hier recht zügig zusammengefasst. Es geht um eine gefährliche Körperverletzung. Hier wurden Reißzwecken in Muffins beigebracht. Jeder hätte verletzt werden können. Am Ende wurde eine Dame, die Frau Stern, hier verletzt. Die hat wohl ganz böse auf so eine Reißzwecke gebissen. Wir haben als weiteres noch das Fahrzeug, das zwei Schrammen vorne an der Motorhaube hatte. Kann man sich die Frage stellen, ob wir das als Sachbeschädigung schreiben, beziehungsweise was der Schirmmeister dazu sagt. Wenn das nicht nachzuweisen ist, dann fällt es unter den Tisch. Ansonsten Sachbeschädigung zu Lasten der Frau Stern.